Lege dich einmal ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und fühle, wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre aufwärts zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra, dem 9., 10., 11. bis ins 12. Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl Kraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Schleife einmal um das Chakra herum und sende diesen Strahl dann in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zu Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Sprich mir in Gedanken oder laut nach. Ich rufe meine persönliche Engelsgruppe, mir nun zur Seite zu stehen und zu helfen. Ich bitte Jesus den Christus an mein Kronenchakra, meine Anbindung an das Göttliche zu weiten und zu halten. Ich bitte Mutter Maria an mein Wurzelchakra, meine Anbindung an Mutter Erde zu weiten und zu halten. Ich rufe Melek Metatron, das Auge Gottes, mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Chebayot zu mir
und bitte ihn, meinen Körper zu erden. Meinen emotionalen Körper, meinen mentalen Körper, meinen spirituellen Körper und meinen physischen Körper zu erden und alle Ebenen miteinander auszugleichen und dem Licht auszurichten. Verweile, bis dies geschehen ist, und atme das Licht der Liebe in dich und weite dich mit jedem Atemzug.